Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier unterwegs schon und haben hier schon einige Alien-Rassen kennengelernt. Ne? Wir sind jetzt in der Weltraumphase, Leute. Und ja, sind hier mit unserem Froschireich unterwegs. Wir haben unsere Städte mal geupgradet, weil damit die hier mehr Gewürz produzieren, weil ich denke mal, wenn wir jetzt hier auf unseren Heimatplaneten gehen, haben wir jetzt hier alle Städte, denke ich mal, voll ausgebaut. Ne? Schaut mal, hier ist ja unsere Heimatnation. Ne? Und ich würde mal sagen, ich schaue mir das einfach nochmal an. Hier. Also, Matz ist voll, voll. Alle voll, okay. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder raus hier. Genau, wir wollten ja unseren... Ja, wie wollen wir es nennen? Unseren Reichtum ein bisschen vergrößern, indem wir Gewürz verkaufen. Genau, Leute, ich glaube, das haben wir so geplant. Und wir müssen auch eine Mission noch ausführen. Hier für das... Moment, für... Ah, die Frau redet gerade drüben, deshalb. Für das Flixelreich, genau, Leute. Wir sollen... in das Mauxia-Stern-System... Das haben wir doch hier, genau. Anifertor. Auf diesem Planeten... Ah, schaut mal da, Leute. Hier gibt es eine Sache zu sagen, zu diesem Planeten. Und zwar auf diesem Planeten, die hier so scheinen, so gelb, sind meistens interessante Gegenstände drauf. Schaut mal hier, das ist ein Wasserplanet hier. Schaut mal, der Planet ist voll mit Wasser. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja. Das ist ein Wasserplanet und schaut mal hier. Hier, wenn wir... Hier haben wir ein seltenes Gegenstand. Ah. Ach du blöder Geist hier, wirklich. Hier haben wir ein seltenes Gegenstand, Leute. Schaut mal hier. Du hast die Sammler 1-Plakette. Einfacher Frachtraum. Schaut mal hier, wir haben ein Smaragd gefunden, Leute. Sehr cool. Ja, nach solchen Planeten sollten wir immer Ausschau halten. Damit, ja, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Und von diesem Planeten hier, diese Skibble-Dinger, sollen wir ein Stammesplanet, ein Stammesmitglied entführen, Leute. Jetzt sind wir hier das Raumschiff, in der, was der, das die in der Stammesphase sehen. Schaut mal. Du gehörst mir. So. Ich würde euch zu gerne euer Haustier klauen, aber ich glaube, so wie ihr das bei mir damals gemacht habt, aber ich glaube... Nee, das geht schon so. Alles klar, Leute, da würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Planeten da zurück von denen. Weil wir wollten uns ja mit denen verbünden. Ne? Oh, wie sind wir denn da hingekommen? Hä? Ah, hier drüber. Hier drüber, alles klar. Gut. Wir wollten uns ja mit denen verbünden, die sind ja gelb. So. Ach genau, die witzigen waren das hier. 20.000 Spore-Dollar. Ja, genau, Leute. Gut. Handel. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Ja, kann ich. Das braune Gewürz für 3.000. Sehr schön, Leute. Dann würde ich sagen, verkauf nochmal das Smaragd. Was habt ihr denn hier für mich? Erhöht die Frachtkapazität deines... Ja, ist ja gut. Genau, Leute. Ja. Wir haben hier einen einfachen Frachtraum. Das ist dafür da, um hier die, den Frachtraum zu vergrößern. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal. So, die sind nach wie vor gelb, aber das ist erstmal nicht schlimm. Schaut mal hier, wir haben hier schon... Oh, hier sehen wir auch, dass die hin und her fliegen, die Raumschiffe. Uiuiuiuiui, wir müssen nach Hause, Leute, wir müssen nach Hause. Unsere Energie ist gleich kaputt. Gleich weg. So. Das Raumschiff Langschwanz, ist klar. Ja, das sind wir, Leute. Allerdings können wir hier nichts kaufen, weil die Sachen hier alle zu teuer sind. Genau, wir wollten uns ja auf den Weg machen, um unser Reich ein bisschen zu vergrößern, ne? Gut, dafür müssen wir hier mal auf diesen blauen Planeten gehen. Natürlich erstmal das blaue Gewürz einsammeln, ne? Klar. Und mal gucken... Ach so, nee. Nee. Leute, wir wollten ja hier die, den Planeten ein bisschen terraformen, ne? Genau, Leute, wir wollten den Planeten ein bisschen terraformen.
Und ja, wir brauchen hier Stufe 2. Das heißt, wir brauchen auf diesem Planeten brauchen wir mehr Atmosphäre, Leute. Mehr Atmosphäre, also brauchen wir einen Atmosphärengenerator. Ich guck mal gerade, wie viel der hier kostet bei euch. 150.000, also die Heimatrasse, die ist ja wirklich eine Betrügerrasse. Muss ich ja mal ganz ehrlich mal so sagen. Gut, Leute, wir brauchen mehr Geld, merke ich gerade. Ne? Wir haben nur 73.000. Ah, hier ist leider kein Planet, aber ich würde mal sagen, jetzt fangen wir mal so langsam an hier und suchen mal ein paar Artefakte, Leute. Bei Planeten, die ja gelb scheinen, so wie wir es eben gesehen haben. Ne, das ist nur das Flixelreich. Ich gucke einfach mal... Ihr seid doll, ne? Oh, 13.000. Schaut euch das mal an. 13.000 für unser blaues Gewürz. Dann verkauft das doch mal. Gut, was habt ihr denn hier für mich? Ihr seid so geil, wirklich. Und, ja, was habt ihr denn hier für mich? Kleine Gesundheit. Nee, ich hätte... Oh, schaut mal, wir haben die 150.000. Ich würde mir ganz gerne diesen Atmosphärengenerator kaufen. Aber bei wem kann ich den denn günstig kaufen? Moment. Ich guck mal gerade, ob es bei denen geht. Oh, schau mal, die haben lilanes Gewürz. Lilanes Gewürz ist, glaube ich, das wertvollste hier. Oh, schaut mal hier, Mini-Autoblaster. Mini-Impuls. Uiuiui. Die haben einiges an kriegerischen Sachen, aber leider auch nicht die, ja, vielleicht bei unseren Verbündeten. Wir brauchen einen Atmosphärengenerator, Leute, für unseren Planeten da. Wie sieht es bei denen aus in der Mitte? Sehr gut. Hallo. Habt ihr einen Atmosphärengenerator? Nein, aber ihr habt günstige Koloniepakete. Nee, erstmal nicht. Gut. Gut, ich muss irgendwen finden, der Atmosphärengenerator günstig verkauft. Vielleicht die hier vorne? Hier, die sind ja auch noch gelb, ne? Moment, Leute. So, das Marderreich. Mit denen können wir nicht handeln. Warum können wir mit denen nicht handeln? Können wir eine Mission für euch machen? Ja, können wir. Sehr schön. Gut, dann machen wir das mal. Gut, dann lebt mal wohl. Entführe einen Bürger aus dem Planeten Alberta. Im Völke-Zwei-Sternen-System. Hier, Alberta. Einen Bürger sollen wir also entführen. Mhm. Okay. Ah, das sind die, die wir schon gesehen haben beim letzten Mal. In der Zivilisationsphase, Leute. Genau. Der Planet, der entwickelt sich. Ganz schön. So, wir sollen einen Bürger entführen. Würde ich sagen, machen wir das mal. Hallo? Bürger? Die feiern da irgendwas. Ja, gut. Was? Die haben mein Auto geklaut. Die haben mein Auto geklaut. Naja, gut. Habt ihr da gerade gesehen, ne? Das Auto, was wir da designt haben. Gut, dann kommst du mal bitte mit. Oh, was ist das denn? Gewürz. Eine Gewürzkiste. Heuiui, wir können Gewürz klauen. Krass, Leute. Das wusste ich gar nicht mehr. Cool, dann können wir jetzt quasi... Haben wir Gewürz geklaut, Leute. Wir können also auch Piraterie betreiben, ja. Okay, Leute. Wir sollen dann ganz schnell zu denen zurückgehen und das mal zurückbringen. Sehr gut, dann machen wir das mal. Hallo. Yo. Commander Froschi. So, 20.000 Spore-Dollar haben wir dafür gekriegt. Jetzt können wir nämlich mit denen handeln. Schaut mal. Und die haben doch einen sehr günstigen Atmosphärengenerator für 90.000 Spore-Dollar. Da würde ich sagen, kaufen wir den mal. Sehr schön. Und ja, da haben wir schon fast mit denen... sind die schon fast blau. Ah, schaut mal hier. Laufbursche 1. Interstellarantrieb 2, Leute. Werkzeug freigeschaltet. Eine neue Plakette. Und wir haben Missionista 2. Schaut mal hier, wir haben neue Werkzeuge. Meteoritenhagel, Energiespeicher, Reparaturset, Feuerwerk und Eissturm. Yay, Leute, wir sind weiter aufgestiegen. Sehr schön. Eine neue Plakette. Glückwunsch, du hast den Titel Commodore verdient.
Deine Bündnisflotte kann nun ein weiteres Schiff aufnehmen. Ah, Leute, schaut mal. Rede mit einem verbindenden Raumschiff zu. Wir können eine Flotte aufbauen, Leute. Das ist ja mega geil. Also immer wenn wir jetzt quasi rumfliegen, können wir als zwei Schiffe rumfliegen. Das finde ich natürlich sehr nice. Muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen. So, gut. Ich glaube, wir bauen hier mal den Atmosphärengenerator auf, Leute. 3 von 5, sehr gut. Wir schmeißen mal hier den Atmosphärengenerator hin. So, zack. So, da seht ihr es hier. Wir terraformen jetzt das erste Mal. Da seht ihr, der Pfeil bewegt sich jetzt nach oben. Das heißt, jo, Atmosphäre wird generiert und wir können bald eine zweite Kolonie hier aufbauen, Leute. Das ist saugut. Wirklich. So, das heißt, wenn wir Terra Score 2 erreichen jetzt gleich, hoffe ich. Aber ihr seht, die Temperatur wird ein bisschen zu kalt. Hm? Na, gehst du noch rein, Punkt? Gehst du noch rein in den zweiten Bereich hier? Ah, das reicht leider nicht, ne? Das reicht leider nicht. Gut, was kostet denn bei euch hier ein... Schaut mal hier, Interstellarantrieb 2. Erhöht die Reichweite deines Raumschiffs, damit wir weiter reisen können. Ach Gott, oh Gott. Was kostet denn bei euch ein Meteoritenhagel? 150.000, ey, ihr seid Betrüger. Wirklich. Ja, Leute. Glückwunsch, du hast den T-Score deines Planeten erhöht. Denke daran, dass auf einem T1-Planeten Leben möglich ist. Platziere Pflanzen 3 unterschiedlicher Größen aus deinem Frachtraum, um die Stabilität des T-Scores zu erhöhen. Genau, Leute. Bist du zu langsam, sinkt der T-Score des Planeten. Ja, das ist jetzt gerade noch ein bisschen zu kalt. Leute, ich brauche einen Meteoritenhagel. Ja, Leute, ihr seht, Spore ist verdammt interessant geworden. Mit den ganzen Terraforming-Aktionen hier. Ja. Und, ja. Dann mal die Frage hier, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Ja, an diesem Muttertag... Ach, schaut mal hier, wie können wir für 7.000 verkaufen? Das macht mal. So. An diesem Muttertag, Leute. Und, ja, auch wenn ihr das am Montag danach sehen solltet, wünsche ich euch trotzdem einen schönen Muttertag für an alle Mütter da draußen. So, können wir mit dir handeln? Genau, du hast einen Meteoritenhagel für uns, ne? Richtig. Sehr gut, den kaufen wir dir mal ab. Und wir sind kurz davor, ein Bündnis zu erreichen. Hast du Missionen für uns? Sehr schön, er hat eine Mission für uns. Finde das begehrte Gnom. Geheimdienstbericht. Objekt wurde gesichtet, der Stern 2 bis 3 Parsec von der rote Stern namens Arn 13 entfernt auf dem Planeten Pound. Ja, super. Ich brauche unbedingt einen zweiten Interstellarantrieb, ey, wirklich. So, gut, wie kommen wir denn jetzt dahin? Da kommen wir gar nicht hin. Mit unserem mickrigen Interstellarantrieb, oder? Doch, kommen wir. Hier kommen wir rein. Auf dem Planeten Pound. Gibt es hier einen Planeten namens Pound? Nein, gibt es leider nicht. Schade, Leute. Der rote Stern. Ah, okay. Da gibt's... Ah, hier, schaut mal. Hier können wir reingehen. Hier können wir draufgehen. Da ist nämlich wieder ein gelbes Signal, Leute. Das heißt, hier ist ein interessantes Item. Oh, was haben wir denn jetzt? Ja, freut mich, dass ihr mir dabei seid bei Spore. Ja. Ich hab's mir hier wieder gemütlich gemacht, ne? Freut mich auch, dass ihr das nach wie vor weiter verfolgt. Gut, du hast einen unfruchtbaren Planeten entdeckt. Unfruchtbare Planeten können eine kleine Kolonie am Leben erhalten. Du kannst aber auch den Terrascore erhöhen, um dann einen gewinnträchtigen Raumhafen für dein Reich errichten. Ja, aber das hier, das ist schon echt weit weg, der Punkt. Also, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ach du Scheiße, das ist ganz schön gefährlich hier, Leute. Nehmen wir lieber das Ding auf hier. So, wir haben einen Saphire gefunden, Leute. Sehr schön. Wir verdienen mehr Geld.
genau, das so muss das sein, Leute. Wir brauchen mehr Kohle. Gut. Adorne. Pound oder brennt? Pound, sehr gut. Da ist ja schon der Planet. Aber da hinten sehe ich noch ein Item, Leute. Da sehe ich noch ein Item. Sehr gut. Ah, ein neues Signal. Das Schiffsradar hat eine ungewöhnliche Scan-Signatur entdeckt. Wir haben sowas noch nie gesehen. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen verbuggt hier. Ein Planetenformwerkzeug. Ich stelle damit einzigartige Planeten. Aha, wo ist es denn? Ah, da. Da, Leute. Planetenformwerkzeug. Was haben wir... Oh, oh Gott. Geh mal tiefer runter hier. Ah, da können wir Planeten bemalen mit, ne? Himmelstürkisator. Färbt die Atmosphäre des Planeten Türkis. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, was wir jetzt gerade eingesammelt haben, ist eigentlich nur ein... Design-Ding. Quasi. So. Ihr wollt das Ding hier haben, ja? Alles klar, gut. Was haben wir denn da? Ach, dieser Stein da, ne? Schaut mal. Dieser Stein. Oh Gott. Geh weg. Gut. Wir haben das Gnom beschafft und damit sollen wir ins Pran-System zurückgehen. Wo Ruhm und Ehre auf uns warten, Leute. Genau, und so weiten wir unseren Einfluss aus. Genau, Leute. Wir versuchen nämlich jetzt hier mit denen ein Bündnis zu kriegen. So. Bitte nimm dieses 20.000 Spore-Dollar. Ja, fast, Leute. Fast sind wir mit denen. Gut. Dann würde ich sagen, verkaufe ich das Ding mal an euch. Und dann brauchen wir eigentlich noch einen... Ne, Meteoritenhagel haben wir schon, Leute. Gut. Ich würde mal sagen, gehe ich mal nochmal auf diesen... Oh, Vielflieger 2 Plakette. Sehr cool. Okay, Leute. Wir sammeln immer mehr Plaketten, tatsächlich. Und dann würde ich mal sagen, reparieren und aufladen kurz. Und hier... Genau, hier war ja unser Planet, ne, den wir terraformen wollen. Dreimal blaues Gewürz. Da, seht ihr das? Der Terra-Score, der hat sich wieder verniedrigt, weil wir mehr Temperatur brauchen. Wir brauchen gleichzeitig einen Meteoritenhagel und gleichzeitig einen Atmosphärengenerator. Und noch ein paar Pflanzen am besten. Wir haben eine große und eine kleine Pflanze. Gut. Eine große, eine kleine. Gut, da würde ich sagen, nehme ich mir einfach die Pflanzen von dem Heimatplaneten mit. Boah, Leute, jetzt wird es erstmal ein bisschen... bisschen eintönig, sag ich mal. Weil... ja. Wir sammeln jetzt einfach hier so ein paar Proben von unserem Heimatplaneten erstmal ein. Ah, hier. Die wir benutzen können, um den anderen Planeten zu kolonisieren. Genau, Leute. Da haben wir jetzt hier erstmal einen Fleischfresser gesammelt. Da hinten sind die nächsten da. Am besten noch einen Baum. Das ist gar nicht mal... Oder nee, den Baum. Den Baum brauche ich eigentlich nicht. Den könnt ihr wieder haben. So, und wir brauchen noch einen Pflanzenfresser, Leute. Genau, wir wollen ja den Planeten terraformen und dafür brauchen wir halt Lebewesen. Oh. Oh, unser Flugzeug hier. Schaut mal. Da sind unsere Bürgerchen. Hi. Ich bin wieder da. Ja, ja, genau. Ja. Bleibt mir noch die Zeit, um euch zu fragen, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Ah, das ist unser Haustier. Unser ehemaliges Haustier, Leute. Hier. Haha, geil. Die Mugis. Ja, ja, erinnert ihr euch in der Stammesphase? Erinnert ihr euch in der Stammesphase? Die Mugis, die waren unsere Haustiere, Leute. Davon haben wir jetzt mal eins mitgenommen. So, dann würde ich mal sagen...
Jo, mittlere Pflanze, das ist ja das Ding hier. Also wir haben eine kleine, wir haben eine mittlere, wir haben eine große. Sehr gut eigentlich. Jo, Leute, das war's dann schon hier. Ja, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Bohr. Das hat sich ja jetzt wirklich verdammt grundlegend geändert. Und schaut mal, wir haben ein Mini-Bündnis mit dem Marderreich. Sehr schön. Kannst du handeln? Nein, kannst du leider nicht. Okay, gut. Alles klar. Was ist eigentlich das hier? Ist das hier kein Wurmloch? Normalerweise können wir doch hier rein, oder? Ich dachte, das wäre ein Wurmloch gewesen, aber gut. Leute, wir wollen Gewürz verkaufen. Wir brauchen nämlich nach wie vor mehr Kohle. Flixelreich, hallo. 11.000 Leute, schaut euch das mal an. 11.000 Leute für unser simples braunes Gewürz, das ist ja wohl... 112.000 haben wir dafür gekriegt. Du meine Güte. So, können wir eine Mission für euch machen? Ja, dann vernichte 5 als Ziel vorgesehene Grummeli-Kreaturen auf dem Planeten Volz. Ja, warum eigentlich nicht? Dann machen wir das doch einfach mal. Das heißt, wieder eine Viruskrankheit bekämpfen, alles klar. Wir verdienen weiterhin Kohle, Leute. So. Grummeli-Kreaturen also. So. Dann Laser, zack. Wie wir es schon auf unserem Heimatplaneten damals gemacht haben, ne? Eine Viruskrankheit also bekämpfen. Das sind die 2. Und ja, ziemlich brutal, aber es geht halt bei einer Viruserkrankung oft nicht anders, ne? Als hier die Tierchen zu töten. Ach, die fliegen! Ach Mensch, wo denn? Wer denn? Ah, der da? Oh Mann, ich habe voll viele hier grundlos getötet. So. Sehr schön, Leute. Ja, so fliegen wir hier ein bisschen rum in der Weltraumphase, ne? Und zack. Sehr gut. So weiten wir unseren... Was war das denn? Was sind das denn für Geräusche? Die sind ja gruselig gewesen. Gut, so weiten wir einfach unseren Einfluss weiter aus. So, dann würde ich mal sagen... Jo, wir haben jetzt mit denen ein kleines Bündnis. So, hallo. 25 Spordollar. Perfekt, Leute. Ihr seid witzig, ey. Ihr seid so witzig, ich sag's euch. Die lachen uns aus, ey. Naja, gut, Leute. Wir wollen unser... Rette den Planeten Sarjaka vor einer Ökokatastrophe. Och, du meine Güte. Die Welt auf dem Planeten Sarjaka im Frick-System ist das Opfer einer Katastrophe. Ein Event-Tagebuch. Ja, ja, klar. Okay, Leute, wir müssen... Eingehende Signale von deiner Kolonie. Ja. Wichtige Meldung an unseren Kapitän. Das Ökosystem auf unserem Planeten Sarjaka ist in einer großen Gefahr. Ein Virus verbreitet sich in unseren wilden Anerzius-Herden. Du musst die infizierten Tiere umgehend eliminieren. Alles klar. Ja, dann flieg mal dahin und mach das mal schnell, bevor das Ökosystem geschädigt wird. So, Leute. Wir müssen... So. Genau. Mhm. Da ist was auf dem Schiffsradar. Ja, was denn? Ah, genau, Leute. Die Infizierten. Das Ökosystem dieses Planeten ist in Gefahr. Eliminiere die Kranken... Die kranken Tiere, bevor sie den Rest der Spezies anstecken. Die Sache könnte zum Zusammenbruch des Nahrungsnetzes des Planeten... Ach du Heilige. Nein, 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 nein. Bitte nicht hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Wir haben 5 Minuten Zeit dafür, Leute. Wir haben 5 Minuten Zeit, um hier die infizierten Tiere kaputt zu machen. Damit die uns das Ökosystem auf dem Planeten hier nicht beschädigen. So, Leute. Ja, also man muss sich auch hier um seine Planeten schon kümmern. Also es ist nicht so, als wenn wir einfach immer alles gut ist. So, jederzeit. Sehr gut, Leute.
ihr seid so Interstellar Antrieb 2. Boah, ihr seid mir zu teuer, ganz ehrlich. Meine eigene Rasse ist mir zu teuer. Das sind Betrugspreise, die ihr hier habt, ganz ehrlich. Ah, Moment, nein, 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 Moment. Hier haben wir ja noch einen Planeten mit einem Item drauf. So, dann schauen wir doch mal, was das ist, Leute. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, hä? Ah, wieder so ein Bemal-Dings. Alles klar. Was haben wir hier? Färbt die Planetenoberfläche blau. Das können wir doch direkt mal ausprobieren hier. Ah, nee, nicht. Schaut mal hier. Zack. Und die Planetenoberfläche ist blau, Leute. Wie geil. Schaut mal. Das ist geil. Das sieht jetzt zwar ein bisschen verseucht aus hier, aber gut. Ist eh nicht unser Planet, also von daher. Ja, gut. Marina hat sowieso kein Gewürz. Wo kann ich hier nicht sogar... Ich kann hier wieder was abholen. Ja, ja, ich kann hier wieder was abholen. Genau. Gut. Dann würde ich mal sagen, was wollten wir denn? Genau, wir wollten weiter handeln. Ne? Wir brauchen ja noch einen Atmosphärengenerator. Das Quarbadreich. Wart ihr das? Ah, nee, leider nicht. Violettes Gewürz. Schade, Leute. Wo waren die denn nochmal? Nee, bei denen können wir das Braune verkaufen, ne? So. Bei denen können wir ja unser braunes Gewürz verkaufen. So, macht uns mal bitte voll. 6000, ja, warum eigentlich nicht? Verkauf das mal. So, was haben wir denn hier? Wir haben schon einen Meteoritenhagel. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch... Moment, wo war denn das Ding? Atmosphärengenerator. Hier 150.000, das ist mir zu viel. Ich glaube, das war mit unseren... Das war mit den anderen Gelben hier, hä? Mit denen hier war das, glaube ich, ne? Mit den Verbündeten. Den konnten wir, glaube ich, handeln. Zu vernünftigen Preisen, bitte. Genau, 90.000. Das macht doch schon mal einen Unterschied. Dann kauft ihr bitte noch den Interstellar Antrieb 2. Und... Moment, einfacher Frachtraum. Nö, brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur noch... Nö, passt eigentlich. Passt. Alles klar. Alles können 1 Plakette. Sehr schön. Schaut mal hier, unser Fortschritt ist schon ein bisschen weiter, ja. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir diesen Planeten mal auf Terra Squad 2. Leute, weil ich möchte mich hier weiter kolonisieren. Gut. Alter Schwede, das ist ja ganz schön weit auseinander schon. Ja gut, dann machen wir das hier und das hier. So. So, Leute. Das war doch für... Ja, mehr Temperatur, bitte. Mehr Temperatur. Oh, perfekt, Leute. Schaut euch das an. Sehr, sehr gut. Haben wir eine Ladung? Wir haben Pflanzenfresser. Wir haben keine Allesfresser, Leute. Oh, sehr schön. T2 ist schon mal da. Das ist schon mal gut. So, wir terraformen, Leute. Wir terraformen. Alles klar. Wir haben doch hier... was zum Bemalen, ne? Moment, wo war denn das mit der Atmosphäre? Hier war doch irgendwie ein Atmosphären... Och nein, Leute. Meine Uhr ist schon wieder da. Die klingelt schon. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen... Wir haben ein Signal reinbekommen, aber das würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal, Leute. ja. Wenn euch die Folge soweit gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Mensch, das ist immer so plötzlich das Ende. Naja, gut. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.